Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte dieses Video eigentlich schon viel, viel früher online stellen, aber ich hatte irgendwie nie Zeit, dieses Video zu drehen. Deswegen habe ich jetzt diese ganzen Geschenke hier gebunkert, bis ich tatsächlich dieses Video drehe. Wie ihr seht, hängen hier auch noch die Bodies von der Babyparty. Wer das Video noch nicht gesehen hat oder wer noch gar nicht weiß, warum das hier hängt, der kann auch gerne mal in die Infobox auf das Video klicken und sich das nochmal anschauen. Das haben nämlich unsere Gäste auf der Babyparty selber bemalt und bestempelt. Also ich habe mich sehr über meine Babyparty gefreut, die hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dafür die Deko gemacht und dazu gibt es auch ein extra Video, wo ich diese Stempel bastel. Die waren gar nicht so aufwendig, also wenn ihr vorhabt, so eine Babyparty zu machen, dann rate ich euch auf jeden Fall, die Deko dafür selber zu machen. Das geht nämlich super easy. Ich habe Fotoaccessoires gebastelt, also diese Selfie-Fotoaccessoires und halt eben diese Stempel. Wir haben auch verschiedene Spielchen gemacht, zum Beispiel hier die Onesies bemalen und eine Namensvorschlagbox. Da sind auch ganz witzige Namen bei rumgekommen, da kann ich ja mal zwei, drei vorlesen. Nelson, Leonidas, Löwenklaue, Co. Einige haben mir ja schon geschrieben, dass sie gerne ein What I Got For My Baby Shower Video drehen soll. Und genau das wollte ich euch jetzt zeigen. Dann fangen wir doch direkt mal an mit diesem süßen Pack von Converse. Also dazu gab es kleine Söckchen und ein Hut und ein Paket von Le Petit Bateau inklusive Bodies. Es sind so einige Bodies drin in blau-weiß und dann kam noch hinzu diese süßen Gummistiefel in der Größe 19-20. Dazu passend haben wir auch noch einen Regenschirm bekommen von Le Petit Bateau, so ein Zungenbrecher. Dann habe ich hier ein Set an Badespielzeug inklusive einem Netz, wo ich dann die ganzen Sachen aufhängen kann in der Badewanne. Schoko-Babyschuhe. Dann von meinen Arbeitskollegen in München habe ich hier ein ProSieben We Love to Entertain You Teddybär. Sat1-Socken. Ein Strampler von ProSieben. Richtig lustig. So ein Body, wo hinten drin steht, wo hinten dran steht, I'm a sexy baby. Passend dazu gab es auch noch eine Mütze mit einem Sexy Baby drauf. Dann haben wir hier ein super schönes selbstgemachtes Bildchen mit den ersten Krabbelschüchen drauf. Das finde ich auch total individuell und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Dann habe ich diese Krabbeldecke bekommen. Auch in so einem stylischen Blogger-Muster, finde ich auch sehr schön. Dann habe ich von meiner besten Freundin ein Tuch von Didi Moss bekommen. Das sind diese Tragetücher, die du dir dann selber anbinden oder zusammenbinden musst. Und das Baby kommt dann hier so in die Mitte rein. Auf jeden Fall habe ich vor, das häufig zu tragen, denn ich habe auch gelesen, dass Tragebabys weniger schreien, weil sie natürlich die Nähe der Mutter haben oder spüren und dann zufriedener sind. Was ganz Süßes, hier ist ein Bademantel mit einem Hai-Kopf oder Hai-Zähne vorne dran und hinten, hinten eine Haiflosse. Da mache ich auf jeden Fall süße Fotos mit. Schaut euch das mal an, das ist ja mega süß, oder? So ein Batman-Onesie für den Winter oder Herbst. Mit so Fledermäuschen-Öhrchen. Dill-Einlagen bekommen, auch sehr hilfreich. Pampers für Neugeborene. Eine Nook-Kinder-Trinkflasche. Ein Quieke-Tierchen. Schmuse-Tierchen und Rasse in einem. Kuscheltierchen. Oh, warte mal, zu den Kuscheltierchen habe ich extra eine Box gemacht. Schildkröte. Hier so ein Blogger-Häschen.
ein Elefantchen, dann noch so ein Holzschiebeelefant. Und dadurch, dass mein Freund HSV-Fan ist, haben wir natürlich auch HSV-Baby-Sachen bekommen. Und HSV-Schnuller. Dann habe ich noch von meiner Arbeitskollegin von Party Lights eine super schöne Kerze bekommen, eine Duftkerze. Und ein Elefantchen, weil ich ja erzählt habe, dass unser Muster oder unser Motto Elefant oder Indianer ist. Und da hatte sie sich das gemerkt. Und dann habe ich so ein Teelicht-Elefant bekommen. Ja, sehr süß. So, hier, dann habe ich noch Söckchen. Ein Nasensauger. Ein Nuck-Kühlbeißring. Auch eine kleine Rassel aus Holz. Das sind so Karten, wie nennen sich die? Baby-Cards oder Milestone-Cards. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Da hast du so Karten und dann kannst du die, dann kannst du dein Baby immer fotografieren. Zum Beispiel, heute habe ich das erste Mal gelächelt. Heute habe ich das erste Mal durchgeschlafen. Heute habe ich mich das erste Mal umgedreht. Heute habe ich das erste Mal Brei gegessen. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram diese Fotos mit den Milestone-Cards machen. Wer mir noch nicht folgt, kann das gerne noch tun. Dann habe ich halt noch verschiedene Bodies bekommen. Die werde ich euch auch jetzt alle zeigen. Hier so ein blau-weiß gestreiftes Marine-Body mit den passenden Socken dazu. Und dann habe ich auch noch kurze Hosen in blau. Blau-weiß gestreift. Ein Organic-Wickel-Body. Mein Arbeitskollegen ein Body mit dem Logo unserer Firma drauf. Eine Hose mit Füchsen drauf. Nochmal Füchse als Body, aber... Auf jeden Fall habe ich da noch ein Star Wars Body bekommen. Mit der passenden kurzen Hose dazu. Elefanten Body mit der passenden Hose dazu. 50% Mommy, 50% Daddy Body. Eine Spuckdinger. Ein Maushemd. Lustigerweise habe ich das ja auch in meinem Sales Hall Video gezeigt. Ein Oberteil und Pyjama-Hose geholt. Einen ärmellosen Elefanten-Pyjama. Dann hier ein Steif-Pulli. Ein Cardigan von Tommy Hilfiger. Und dann habe ich halt auch noch von Freunden diverse Gutscheine bekommen. Von Davanda, von Douglas, von Vabali, das ist so ein Spa hier in Berlin, damit Mama und Papa sich entspannen können. Ich weiß noch nicht, wann ich das einlösen werde, wahrscheinlich irgendwann nach der Geburt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie so, dass ich, wenn ich Zeit brauche, zum Entspannen dahin fahren kann. Ich weiß nicht, ob das mit Baby geht, aber genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Also mich würde sowas total interessieren, deswegen habe ich das auch gedreht. Genau, und dann hören wir uns bis zum nächsten Video. Tschüss!